Hallöchen, Leute, willkommen zur 32. Episode meines Let's Plays im Terranigma. Ich bin David, ich begrüße euch ganz herzlich hier zurück. Auf geht's zum Laboratorium vom Buraka. Ja, Leute, vielleicht hört ihr es. Es donnerwettert, ein Dönerwetter haben wir draußen und es geht ab wie Schmitzkatz. Da bin ich jetzt mal gespannt. So, ja, erstmal können wir da noch nicht. Das können wir erst später machen, stimmt. Wir müssen erstmal jetzt hier ganz nach rechts, wenn ich mich nicht irre. Genau. Das Blöde an diesem Labor ist, es ist stockfinster, wie ihr seht. Das heißt, oh, es donnert und donnert wie die Sau. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm wird im Mikrofon. Aber dafür haben wir noch ein bisschen Stimmung in diesem dunklen Labor hier mit dem Dönerwetter draußen. Nee, blöd ist halt wirklich, weil es halt so dunkel hier ist, wird man auch die Gegner erst spät sehen, falls Gegner halt kommen. Also bis jetzt gibt es noch keinen Gegner, doch da sind sie. Aber die sind ja Gott sei Dank noch eingesperrt. Ich denke mal, wenn ich hier das Licht mal angemacht habe, dann wird es hier Gegner wimmerlich wimmern bis zum geht nicht mehr. Das sind schon mal welche drin da drüben. Okay. Also ich weiß echt nicht, was ich jetzt da anstellen soll hier. Gute Frage, nächste Frage. So, laufen wir mal ein bisschen rechts rum. So, erstmal schauen, ob wir irgendwas finden hier. So, da ist kein Hebel. Aha. Da muss man halt jetzt mal die ganze Sache hier begutachten. Oh, das war ein schöner Donner. Draußen, ich sehe das ja seitlich von meiner Brille ab, oder eher gesagt von mir. Ah, da. Jetzt haben wir. Davy bestätigt den Schalter. Und jetzt kann es losgehen. Oh, da ist es ein Donner. Und den, denke ich mal, wird man schon sehr gut im Mikrofon hören. Aber das ist jetzt dahingesagt. Das hindert uns trotzdem hier nichts Phänomenales abzuziehen. Oh, mal schauen, wie wir uns jetzt singen. Also ich denke mal, wir haben jetzt den Strom generell angemacht. Diesbezüglich würde ich auch sagen, können wir uns jetzt auch verziehen. Runde. Dann diesen Fahrstuhl vermute ich mal. Das ist meine Meinung. Ob ich jetzt richtig dran liege, weiß ich jetzt nicht, aber werde ich jetzt sehen. Aber ich denke mal schon durch das Licht, weil überall jetzt Licht ist, dass der Fahrstuhl auch funktioniert. Vermute ich mal. Ja, nichts passiert. Vielleicht erlosch die Kraft. Mhm. Aber die Kraft ist doch wieder da. Das verstehe ich jetzt nicht. So, da kommen wir auch nirgendwo hin. Vielleicht muss ich irgendwas noch machen. Kann ja auch sein. Das, vielleicht ist es nicht das Einzige, was ich hier machen musste. So, da komme ich schon mal nicht hin. Also ich glaube auch nicht, dass ich da was hinwerfen kann. Die könnte ich auch nicht irgendwie beschlagnahmen. Und da komme ich auch nicht irgendwie rüber. Hm. Gute Frage, nächste Frage. Und hier kommt man ja auch irgendwie. Ah, doch, jetzt kommt man weiter. Da muss ich wohl hier rüber. Genau, irgendwie sowas hier machen. Vielleicht, weiß es nicht. So, das sind schon mal Gegner jetzt. Wow. Wow. Okay, Truff haben sie mal nichts, so wie es aussieht. Also sie sind irgendwie mit einem Schlag kaputt. Komischerweise. So. Oh, und wirklich tun sie mir auch nichts abziehen, obwohl ich jetzt, sag mal, levelmäßig nicht oben bin, ne? Normalerweise müsste ich ja viel, viel stärker sein in der Regel. Für die hier. Ja. Aber ich stelle mich schon mal gut an. So. Okay, der gibt kein Geld diesmal. So, was finden wir hier? Betätigt den Schalter.
So, ich denke mal, jetzt muss es aktiv sein, der Aufzug, vermute ich mal. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ich denke mal, hier wird es auch keine Abkürzung sein, oder? Nie im Leben ist das hier eine Abkürzung. Muss man sich wieder hier unten drunter. Aber wie ihr seht, die Ketten funktionieren. Also müsste der Antrieb jetzt funktionieren. Generell auch der Aufzug müsste jetzt funktionstätig sein. Weil wie ihr seht, die Roboter arbeiten da jetzt. Auch wenn es sehr, sehr merkwürdig ist und sie nicht eher drauf fixiert sind, mich zu attackieren. Aber nun ja, ist egal. Aber der Antrieb funktioniert wieder. Das ist doch schon mal wichtig. Und dann denke ich mal, wird hier der goldene Aufzug jetzt endlich mal in Tätigkeit. Sehr gut. Komm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier hätte drücken sollen. Ich weiß es jetzt nicht. Keine Ahnung. Ich habe auch jetzt gerade eine schöne Runde auf Bloodborne gespielt und ich bin echt begeistert. Also jetzt, wo ich Dark Souls 2 durch habe und ich finde bei Bloodborne ist ja wieder was ganz anderes vom Spielgeschehen her, aber ich finde, zwei Bosse habe ich schon ohne Probleme besiegt. Okay, beide habe ich zwei Anläufe gebraucht, also oder ja, das zweite Mal, als ich gegen die gekämpft habe, habe ich sie platt gemacht, aber trotzdem, ich mir überlege. Also langsam komme ich mit den Spielen, was der Souls-Reihe angeht, richtig gut klar. So, was geht hier ab jetzt? Was ist dein Problem? Schieben kann man nichts. Da kann man auch nichts kaputt machen. Muss man halt immer wieder identifizieren. Ich denke mal, man muss... So, das ist schon mal nicht möglich. So. Okay, schieben können wir mal nicht. So, vielleicht müssen wir dagegen laufen. Nein, das war's auch nicht. So, das ist merkwürdig. So, kann man da was machen? Nein. So, komisch. Vielleicht hätte ich ein Stockwerk auch... Kann ich da weiter runter gehen? Geht's weiter runter? Nein, es geht nur hoch und runter, glaube ich. Muss man halt mal generell die Situation mal begutachten, wie es jetzt halt vorangeht, sag mal so. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn ich jetzt sag mal hier... Komm her, Controller, mir ist ja auch runtergefallen. Wenn ich jetzt hier nochmal hochdrücke, nee, das funktioniert nicht. Also das heißt, wir können nur einmal runter und einmal hochgehen diesbezüglich. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass wir runter müssen, aber... Ich glaube eher, dass es schon irgendwo da unten einen Weg geben muss, aber... Ich muss mir halt Dinge, also ich muss gerade mein grauen Gehirnzellen wieder mal anstrengen. Ich sage, es ist so ewig her, als ich Tyrannic mal gespielt habe. Aber ich denke mal, hier muss es ja weitergehen. Es kann ja nicht sein, dass wir hier jetzt stocken bleiben. Es muss hier weitergehen. Oh, das Dönerwetter geht weiter. So, schauen wir mal. Ah, warte. Da, oder? Ah, da sieht man doch. Man muss halt ein bisschen mehr sein Auglein aufmachen. Aber wie ich gesagt habe, es müsste weitergehen. Es kann ja nicht sein, dass hier irgendwo ein Ende jetzt wäre diesbezüglich. Oh, jetzt erwarten uns schon mal die Gegner hier. Wow. Oh. Wow. Die können schon reinzimmern, wenn sie wollen. Wie mal sehen. What the fuck? Ich meine, sie ziehen ja nicht viel ab, aber trotzdem, wenn man es auf die Menge sieht. So, da geht's auch wieder nicht rein. So, ich denke mal nach rechts runter. Okay, da geht's hin. So, und jetzt hier rein, oder? So, reinspringt. Das ist ein Teleporter. Okay. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Alles klar, verstanden. Was geht? Was ist der Problem? Komm, geh sterben einfach. Danke. So. Boah. So, jetzt geh sterben, Kamischude. So. Ja, ich gehe wieder in Rage-Mode auf.
So, was haben wir hier? Da geht nichts. So, ich denke mal, hier oben wird auch nicht... Oh, doch, da ist jetzt mal ein Gegner. Und die Erfahrungspunkte will ich auf jeden Fall haben. Ich will nämlich mal wieder ein Level abgehen. Okay, ist es sinnvoll, da hochzugehen? Ah. Oh, das war ein wunderschöner Kill. Oder Treffer, was ich da gemacht habe. So, was geht jetzt, wenn ich hier reingehe? Okay. Was ist jetzt das für eine Logik? Okay, jetzt sind wir da drüben. Aha. Verstehe ich jetzt nicht von der Logik her. Also gibt es nur den Weg, den eisernen Weg. Und das ist der, den wo ich gerade gehen wollte schon. Oh, der endliche Level Up. Wow, Donner. So, 13 Kraftpunkte gehen wir hoch. Stärke geht 3, Abwehr geht 3. Glück und 3, auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall mich schon freue, ist das Dark Souls 3 Let's Play, wenn ich aufnehme. Weil Bloodborne spiele ich ja gerade privat. Das wollte ich gerade. Das habe ich, wie gesagt, auch in... sehr günstig erworben, muss ich auch sagen. Bloodborne gibt es ja zurzeit in dieser Woche, aber ach, wenn ich das euch jetzt erzähle, das bringt euch auch nichts, weil das ja dann nicht mehr im Angebot ist. Von daher ist es ja eigentlich wurscht, wenn ich es jetzt sage oder nicht. Oh. Mhm. Ah, das können wir jetzt wegmachen, alles klar. Yo, habe ich mir fast gedacht, dass du Stress schieben willst, mal wieder. Oh, okay, 2 Stressbolzen hier. Aber kein Stressbolzen, wo es drauf hat. Das war ja klar. So, was geht jetzt? Wenn ich jetzt diesen betätigt habe, muss ich vielleicht jetzt wieder zum Aufzug? Oh. Ja, ich nehme lieber die Gegner nochmal mit. Das sind ja einfache Gegner und diese einfachen Erfahrungspunkte kann man sich ja echt... kann man gebrauchen. Jeder Erfahrungspunkte braucht man eigentlich. Das wissen wir ja, was Rollenspiele angeht. Jeder Erfahrungspunkt ist Gold wert. Oder wie bei Dark Souls, die Seelen. Scheiße, was mache ich gerade? Komm, Ziel. So, jetzt weiß ich nicht, ob man hier vielleicht hin muss. Nein, da muss ich nicht hin. Oder nehme ich lieber die Gegner wieder mit. Wow, ein Doppeltreffer. Das hat mich jetzt gerade gewundert. So, wenn ich jetzt da reingehe, komme ich ja wieder in diese Mitte raus, was mir eigentlich eher weniger was bringt. Da komme ich ja nicht weiter. Naja. Komm, geh sterben einfach. Danke. So, ich denke mal, mit dem Fahrstuhl kommen wir jetzt weiter runter, vermute ich mal. Also gehe ich jetzt zum Fahrstuhl einfach mit dem schnellsten Weg. Oh. Jede nehme ich wieder mit. Ach, scheiße. Ja, war klar, dass ich direkt in den Schuss reingehe, ich Trottel. Oh, noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Sehr gut. Einmal Money, immer Money. Ach, guck mal, wenn wir es so weitermachen, kann man sich echt langsam nicht beschweren. Hallo. Was geht? Ich treffe den einfach nicht. So, jetzt aber. Baum. Bounce, 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 zick, zicke, baum, baum. So, jetzt können wir wieder ab. Also, ich vermute halt mal, dass wir jedes Mal so einen Hebel jetzt betätigen müssen, um eine neue Ebene immer zu betreten. Aber was sinnvoll eigentlich jetzt mal wäre, ich denke mal, wir bauen diese Schülein nicht mehr. Also kann ich eigentlich... Scheiße, ich wollte diese Wunderknoll jetzt mal anlegen. Weiß ja nicht, ob man sie eventuell braucht demnächst. Lieber habe ich sie an, wie das ist knapp wert. Aber schauen wir mal. Oh, und ja, es geht ans Tief. Habe ich mir fast gedacht, dass es so sein soll. Das dauert aber jetzt lange. Aber ich muss noch mal hoch. Ich habe was vergessen. Mein lieber Scholli, jetzt kann es aber echt mal im Gerumpel hier aufhören, ne? Mein Scholli, ich meine, man hat schön das Fenster jetzt auf, da kommt halt richtig schöne Brise jetzt rein, also das ist wirklich endlich mal kühl, nach diesem scheiß verdammten schwülen Wetter die ganze Zeit, das man hat. Es ist halt richtig angenehm. So, jetzt muss ich noch einmal hoch, ich habe was vergessen.
Das will ich mir natürlich holen, ne? Wichtig, Leute. Sehr, sehr wichtig, das da, was ich jetzt hole. Sehr, sehr wichtig. Mucho mio wichtig. Ja, ja, ich weiß. No, 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 no. So nicht mit mir. So, dann gehen wir jetzt mal schnell hin. Aber das ist ja eigentlich schnell gemacht. Hoffe ich mal, dass ich das schnell erledige. So, wir haben ja gelernt, es gibt Spalten. Ich habe vorhin einen Spalt gesehen und den habe ich nicht... Da seht ihr den, da drüben. Da, wo der Knopf war, da ist noch ein Spalt. Und das ist bestimmt ein Secret und da will ich schnell hin. Hallo, das lasse ich mir nicht entgehen. Wenn es ein Secret ist, dann kann es schön in meine Tasche kommen, wenn es was Wichtiges und Gutes ist. Ja. Zack. Oh, was fällt mir her? Hey, erhält den Seelenpanzer. Oh, interessant. Noch eine bessere Rüstung. Als ob wir nicht schon genug Rüstung haben, ne? Guck mal, 5 hoch. Das heißt, die Gegner ziehen mir eigentlich gar nichts mehr jetzt ab. In der Regel dürften sie eigentlich nicht mehr so einmal futtern. Hä, hat der Seelenpanzer mir sogar Kraftpunkte gegeben? Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? Vorhin hatten wir doch 300. Oder? So, ich gucke jetzt generell, was wir hier noch haben. Guck mal, Weihwasser. Was ist noch? Achso, Weihwasser. Ja, das ist wurscht. Nein. Ne, jetzt habe ich es so angelegt. So, Vitalelixier. Einmal bitte benutzen. Getrunken. So, gib einmal Kraftpunkte 5 hoch. Das ist wieder gut. Und davon... schlucke ich jetzt auch nochmal. Einmal. So. Und jetzt komm, haben wir volle Energie. Ist so fast. Und jetzt leg ich sie wieder an. Ich hasse sowas. Ach, bei Super Nintendo-Spielen, das ist alles so lahmärschig ist. Aber manche Super Nintendo-Spiele laufen sehr, sehr flüssig, wenn man sich so überlegt. Sogar flüssiger vom Handlungsverfahren her. Besser wie manche heutige Spiele, wenn ihr so überlegt, ja? Das ist wirklich so. Also von FPS-Zahlen kann man da echt staunen ab und zu, wie die bei der Super Nintendo laufen, die Spiele. Das ist schon krass. Echt jetzt? Das ist kein Scherz. So, jetzt gehen wir in den dritten Stock runter. Und wenn wir sozusagen diesen Fahrstuhl hier hinunterkleiden, werde ich hiermit den Part beenden und bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei Terranigma. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.